Das Rindentropfen wird vorrangig verwendet, wenn die Unterlage oder der zu veredelnde Ast deutlich stärker ist als das Edelreis, wie in diesem Fall zum Beispiel. In der Baumschule versucht man ja möglichst gleich starke Unterlagen und Edelreiser zu verwenden. In Obstanlagen zum Umveredeln von bestehenden Bäumen, wenn man neue Sorten probieren will, in bestehenden Anlagen und möglichst schnell Früchte sehen will, dann verwendet man sehr gerne dickere Bäume, ältere Bäume, die schon einige Jahre hier gestanden sind, damit man also schneller auch Früchte bekommt. Das Rindentropfen beginnt mit einem Kopulationsschnitt beim Edelreis. Der Kopulationsschnitt soll 3 bis 4 Mal so lange sein, wie das Edelreis breit ist. Das nächste ist, dass man in dem zu veredelten Ast oder der Unterlage in der Rinde einen Längsschnitt macht, der mindestens so lang ist wie die Länge des Kopulationsschnittes. Man löst dann die Rinde auf einer Seite leicht auf. Klassisch veredelt man das Rindentropfen im Frühjahr beim Saftgehen der Bäume, dass möglichst bald danach eine Wundgewebebildung und Kallusbildung vonstatten geht. Meist nimmt man zum Umveredeln ein Edelreisstück mit 2 oder 3 schönen Augen. Wir nehmen in dem Fall 3, 1, 2, 3. Auch vis-à-vis von der Schnittfläche belässt man gerne ein Auge, beziehungsweise macht man diesen Kopulationsschnitt gerne vis-à-vis von einem Auge. Und als verbessertes Rindentropfen kann man auch bezeichnen oder wird bezeichnet, wenn man hier ganz leicht seitlich Cambium freilegt und eventuell, wenn man hier einen Rindenfransen hätte, ganz leicht diesen weichen Rindenlappen entfernt. Wie gesagt, das wird auch als verbessertes Rindentropfen bezeichnet, ist aber nicht unbedingt notwendig. Jetzt führt man das Edelreis so weit ein, damit der Kopulationsschnitt nur noch ganz wenig darunter zu sehen ist und verbindet das. Zum Verbinden nehmen wir heute Plastikbänder, die sich dehnen. Die schaffen auch ein gutes Klima, was Feuchtigkeit betrifft, unter der Folie. Ist aber genauso mit Gummibändern möglich, ist genauso mit Tesa-Crepe-Bänder möglich. Wenn man sehr dicke Stämme veredelt, ist es oft am einfachsten, einfach Tesa-Crepe-Bänder zu verwenden. Jetzt wird das schön verbunden, damit die ganze Schnittstelle verbunden ist. Macht einen Knoten und ist soweit fertig. Die Schnittstellen sowohl beim Edelreis auch beim zu veredelten Ast wird jetzt noch mit Lackbalsam verstrichen. Auch da gilt, welches Wundverschlussmittel man verwendet, ist eigentlich egal. Man schaut einfach, dass alles, was offen ist, gut verstrichen ist. Auch diese Hohlräume seitlich. Und die Schnittstelle vom Edelreis. Hier ist ein Verstreichen bei Plastikbändern nicht notwendig, weil das Plastikband sehr dicht ist. Wenn man mit Tesa-Crepe oder Gummibändern verbindet, welche luftdurchlässig sind, dann kann man auch über der Schnittfläche auf den Bändern verstreichen. Das ist bei Plastikbändern nicht notwendig, weil ja diese sowieso sehr dicht sind. Auch das Geißfußveredeln verwendet man in erster Linie, wenn der Ast, den man umveredeln will, deutlich stärker ist als das Edelreis. Also weniger in der Baumschule, sondern eher zum Umveredeln in Obstanlagen oder Hausgärten. Das Geißfußveredeln hat den Vorteil, dass sich die Rinde nicht lösen muss. Man kann das also auch schon frühzeitiger im Jahr machen, eventuell den ganzen Februar, wo in manchen Obstbaubetrieben noch weniger Arbeit ist. Zum Rindentropfen sollte sich ja die Rinde lösen und das macht man eher spät im Frühjahr. Man startet wieder mit einem normalen Kopulationsschnitt und macht dann im rechten Winkel dazu
einen zweiten Kopulationsschnitt, damit man diesen schönen Geißfuß bekommt. Denselben Keil muss man jetzt am unzuveredelten Ast herausnehmen. Man macht das wieder mit zwei oder drei Augen über dem Geißfuß und probiert, ob das schön passt. In dem Fall passt das optimal zusammen und jetzt gehen wir wieder ans Verbinden. Wie gesagt, auch hier kann man Plastikbänder verwenden, aber genauso Gummi oder Tesacrepp. Bei sehr dicken Ästen verwenden wir gerne die Rollen mit Tesacrepp, weil das natürlich viel besser einteilbar ist als mit diesen fertig abgeschnittenen Bändern. Jetzt haben wir das wieder fertig verbunden. Jetzt gehen wir wieder alle offenen Wunden mit einem Wundverschlussmittel verstreichen. Auch diese Stelle und, wenn man mit dieser Tesacrepp verbunden hätte, auch hier oberhalb.